Hallo? Hallo. Ja, geht's jetzt? Ja, Herr Puffelhahn, hören Sie mich? Ja, jetzt höre ich was. Was denn da so lustig? Hallo, einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen auf der Hotline. Hallo? Ja. Ja, grüß Gott. Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Ihr habt es schon gehört, heute gibt es wieder jede Menge Spiel und Spaß. Nee, natürlich nicht. Jede Menge Abzocker und Betrüger am Telefon. Um genau zu sein, heute haben wir wieder drei Telefonate. Drei Telefonate mit skrupellosen Betrügern, die uns das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung sowie jede Menge Aufklärung mit unseren drei neuen Telefonaten. Hallo? Hallo. Ja, geht's jetzt? Ja, Herr Puffelhahn, hören Sie mich? Ja, jetzt höre ich was. Gut. Mein Name ist Dennis Köhl, Firma Chart Peak Trade. Es geht um Ihre Anmeldung mit Tesla. Sie haben das vor 2 Minuten gemacht, stimmt das? Sicherlich, ja. Wenn Sie sagen, das steht da drin, dann wird das so sein, ja. Ja, und von unserer Seite haben Sie automatisch ein Konto bekommen. Ich bin dafür da, mit Ihnen gemeinsam dieses Konto bis Ende zu aktivieren, um den Berater auszuwählen. Okay. Aha, interessant. Was ist interessant? Nur Ihre Aussage, hört sich gut an. Okay, gut. Dann sagen Sie mir bitte, haben Sie sich für den Handel angemeldet, oder? Na, die Frage hatten wir doch schon eingangs, oder nicht? Haben Sie schon vergessen? Was habe ich vergessen? Das haben wir doch schon ganz am Eingang des Gesprächs schon einmal geklärt. Oder haben Sie das vergessen? Nein, ich überprüfe das noch einmal. Ach so. Ich frage das noch einmal. Ja. Ja. Dröppelt fällt ja bekanntlicherweise schlechter. Kein Sein. Okay, kein Problem. Okay, dann Herr Puffelhahn. Ja, ja. Jetzt von meiner Seite vorbereite ja ich die Plattform. Sagen Sie mir bitte, ja, kann ich ja den Link zur Plattform per E-Mail abschicken? Geht das? Was war das? Ich habe da noch ein schmutziges Wort verstanden. Können Sie das nochmal wiederholen? Weil ich glaube, da war was mit der Verbindung und deswegen hat sich's als schmutziges Wort angehört, aber war gar kein. Ich will den Link zur Plattform per E-Mail abschicken. Geht das? Schon wieder dieses schmutzige Wort verstanden. Aber ich verstehe nicht so ganz, was Sie meinen, glaube ich. Vielleicht? Was verstehen Sie nicht? Wissen Sie, was ist ein Link? Ja, das mit dem Link habe ich verstanden, aber das mit ja? dem Abschicken okay. danach, das fand ich sehr, sehr anstößig. Also, das verstehen Sie nicht. Okay, dann können wir auch so sagen. Ja, ich möchte einfach einen Link senden. Das Ach ja, genau. Sie? So kann man das, jetzt habe ich das verstanden. Ja, jetzt hat sich das nach einem normalen Und Wort angehört. Jetzt war das nicht so pervers. Okay, das ist sehr schön. Okay. Ja. Und dann, ja, sagen Sie mir bitte, sind Sie jetzt am Rechner oder am Handy? Nee, im Moment habe ich meine Finger in einem Eimer mit Wasser und da habe ich einen Lappen in den Händen. Okay, aber haben Sie Handy oder Laptop oder in meiner, Rechner oder in ein Tablet? Hosentasche, ja. In meiner Hosentasche habe ich ein Handy. Sie haben noch Handy, ja? Nö, ich habe auch einen Laptop und einen Rechner und das andere Zeug alles. So, das braucht man ja heute alles. Womit werden Sie denn weiter arbeiten? Wie meinen Sie das? Was meine ich? Ja, ich habe die Frage ja, nicht verstanden. Womit werden Sie weiterarbeiten? Mit Laptop, Tablet, Rechner oder Handy? Ach so, das weiß ich nicht. Also bis jetzt hat mein Arbeitgeber immer gesagt, ich darf keinen Computer haben. Okay, dann entscheiden Sie sich. Ja, weiß ich nicht. Das überfordert mich. Okay, okay. Ja. Okay, dann machen wir so jetzt. Okay, bevor wir das alles noch anfangen, stelle ich mal Fragen. Genau, machen wir so erstmal. Ja. Ja, erstmal machen wir es so. Sagen ja. Sie mir bitte, haben Sie welche Erfahrung auf dem Finanzmarkt? Nee, auf dem Finanzmarkt jetzt nicht so. Eher so auf einem anderen Markt. Auf dem Menschenmarkt oder wie man das nennt. Menschenmarkt? Was meinen Sie? Nein, also ich kenne mich nur mit Menschenhandel aus, aber nicht mit Finanzhandel.
Ach so, haben Sie schon Leute verkaufen? Ich habe schon mal mit Menschen. Ja, mit Menschen habe ich schon mal gehandelt. Aber es ist schon eine Weile her. Also, da war ich noch kriminell. Ach so. Jetzt bin ich ja anständig. Das ist ja interessant. Ja. Mhm. Okay, haben Sie Frauen, Kinder oder Mann, ja? Einen Mann, ja, habe ich. Mhm. Ja, aber was genau haben Sie verkauft? Na, hauptsächlich habe ich Männer verkauft. Männer. Okay. Auf dem Schwarzmarkt. Die gingen mal ganz gut weg. Waren nicht so besonders viel okay. wert. Okay. Und jetzt, warum verkaufen Sie das jetzt nicht? Oder machen Sie das noch? Irgendwann hat sich dann mal mein gesunder Menschenverstand gemeldet und gesagt, du Horst, lass das mal lieber, bevor dich die Schlawiner irgendwann noch in den Raum stecken mit den Stäben da am Fenster. Da habe ich dann gesagt, lass doch mal lieber erstmal, oder machst du mal ein bisschen Pause. Und ich meine, nur haben wir ja auch viele Geld verdient, so weißt du. Und das müssen wir auch erstmal ausgeben. Geht das gut mit Leute? Ja, das funktioniert immer. Also da gibt's immer noch Leute, die das machen. Habe ich neulich auch so leicht bei Telegram gelesen. Da war hier in so Schwurblog-Gruppen. Und haben Sie das da alles in Deutschland gemacht? Nee, ja. Oder in anderen sowas Land. Können Sie doch nicht in Deutschland machen. In Deutschland gehen Sie doch gleich hinter die schwäbischen Gardinen. Okay. Und warum, und Fragen, das ist sehr interessant. Und warum haben Sie keine Frauen, verkauft? Na, sowas macht man nicht. Nee, Frauenhandel macht man nicht. Keine Frauen. Na, man macht doch aber nicht Handel mit Frauen. Sowas macht man nicht. Sowas überhaupt sich nicht. Aber Sie können eine Frau, andere Mann zum Beispiel verkaufen, und Sie können so Geld verdienen, oder? Ne, das habe ich ja mit Männern gemacht. Bei mir waren hauptsächlich Frauen Kunde. Und dann ist ja blöd, wenn man dann Frauen verkauft, so wisst ihr. Ja, ich habe mir gedacht, wo wir jetzt schon so viele gendern müssen und so, da habe ich dann mir gedacht, dann liegt man auch verkauft. Sonst wird man ja als Frauenfeind hingestellt. Dann bin ich auf die Geschäftsidee gekommen und ganz gut angelaufen. Also, und was sind Sie von Beruf? Was jetzt im Moment. Was haben Sie gelernt? Ach so, gelernt ist. Wenn man Menschenhandel macht, dass man da was gelernt hat? Ja. Was haben Sie gelernt, Na, ich nicht. Nee, da war ich zu blöd für. Oh, haben Sie keine Ausbildung gemacht? Nee, das... Ich meine, für einen Menschenhandel brauchst du doch keine Ausbildung. Okay, und sagen Sie mir bitte, sind Sie jetzt am Rente, oder? Nee, Rente nicht. Aber ich hab genug verdient. Das reicht ja jetzt eine Weile so. Und jetzt kann man die Kohle auf den Kopf hauen. Jetzt kann man ein bisschen aus dem Fenster schleudern und so. Okay, verstehe. Und wie alt sind Sie? 29. Also noch ganz frisch und knackig. Mhm. Ja, Sie sind sehr jung. Ja, ich sehe auch gut aus. Also, mit der Arbeit. Das Beste ist an mir auch meine begrenzenlose Bescheidenheit. Also neben meiner Intelligenz und meiner Optik. Ja, kann sein. Okay, Herr Puffelhahn. Ja? Sie können dann weiter spielen. Ja, aber machen Sie bitte keine Anmeldungen mit Tesla oder auf andere Seiten, okay? Warum nicht? Machen Sie viel Spaß, aber nicht hier. Tja, also unsere nette Kriminelle hier am Telefon scheint ja den Beruf Menschenhandel jetzt nicht ganz so abwegig zu empfinden. Oder so. Also ich kann es euch nicht genau erklären, aber sie fand das ja jetzt hier teilweise auch als schlüssig, ne? Und hat sich auch mit mir darüber unterhalten. Ja, dass wir hier wieder eine Firma am Telefon hatten, die absolut unseriös arbeitet, ist, glaube ich, klar. Was mich jetzt hier gewundert hat, ist, dass sie dann auflegen wollte. Aber sie hat's ja verstanden. Auch wenn sie sonst ziemlich schlecht verstanden hat, das hat sie dann wohl, dem Anschein nach gut verstanden, dass ich halt Menschenhandel betrieben habe. Habe ich natürlich nicht. Die Geschichte ist logischerweise erfunden. Sagt man ja lieber hier auf YouTube mittlerweile immer dazu, bevor irgendwer wieder was in den falschen Hals bekommt. Aber tja, es ist schon ziemlich wahnsinnig, was man da eigentlich für Leute am Telefon hat. Die wollen von euch 250, 500 oder 1000 Euro haben, um dann damit einfach sich aus dem Staub zu machen. Tja. Wenigstens hatte die hier dem Anschein nach ja wenigstens ein bisschen Gewissen. Wobei ich mir da auch nicht so ganz so sicher bin. Denn die Leute, die wir da am Telefon haben, sind selber höchst kriminelle Menschen. Tja, und die machen nichts anderes, als die Leute anzurufen und von denen Geld zu erbeuten. Was denn da so lustig? Hallo, einen schönen guten Tag. Ja. Spreche ich mit Herrn Briefkasten?
Ja. Also Emma Johnson ist mein Name und ich melde mich von der Firma Deutsche Börse. Und wir haben gerade die Daten erhalten, dass Sie über Online-Handel Interesse gezeigt haben. Und ja, damit wir wollen mit Ihnen ein paar wichtige Informationen, wie das funktioniert bei unserer Firma. Und wenn ich Sie fragen darf, Herr Carsten, haben Sie eine Erfahrung gehabt bis jetzt oder keine? Was für eine Erfahrung? Eine Erfahrung an Online-Handeln. Mit Online-Handel, ja, habe ich. Ja, was für eine Erfahrung haben Sie gehabt? Eine gute oder eine schlechte Erfahrung? Ja, gemischt, bis jetzt sind die Pakete immer angekommen. Wie bitte? Ja, gemischt, bis jetzt sind die Pakete immer angekommen. Welche Pakete? Was? Für was sprechen Sie jetzt? Ja, die ich im Handel bestellt habe. Ach so, Sie haben investiert in Handel und Sie haben nicht jetzt nee, Geld ich bekommen. Ich habe investiert in Ware und die ist dann gekommen. Sie haben kein Geld bekommen? Nee, die Ware ist angekommen. Das, was ich bestellt habe, kam pünktlich an. Ach so. Also ja. Ich möchte Ihnen informieren, wie das bei unserer Firma funktioniert. Und gerne mit Ihnen die richtige Information mitzuteilen, wie das funktioniert und wie kann man Geld verdienen an Onlinehandel und Profite erreichen. Aber ich weiß doch, wie man da bestellt. Also, wenn ich Sie fragen darf, Herr Carsten, haben Sie das alleine gemacht oder mit einem Broker? Ich weiß zwar nicht, wozu man den braucht, aber bis jetzt konnte ich immer alleine bestellen. Da muss man ja wohl seine Daten angeben und dann geht's los und dann kommt die Ware. Bitte noch einmal langsam, weil ich verstehe Sie nicht. Nee, ich habe keine Lust, das zu wiederholen. Okay, jetzt möchte ich Ihnen mit unserem Experten verbinden, damit ich Ihnen erklären kann und mehr über den Handel informieren. Aha. Wo ist die Karten für zum Bestellen? Bitte warten Sie ganz kurz auf die Leitung. Hallo? Ja. Herr Carsten, ja? Ja. Martin Moretti ist mein Name, der Experte von der Finanzmarkt. Es geht hier also um eine Anmeldung, wo Sie vorher gemacht haben, aber ich sehe gerade hier, Sie haben bis jetzt kein Konto aktiviert, oder? Was denn für ein Konto? Und was für ein Handel. Finanzmarkt? Gerade es geht auf dem Handelskonto über die Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffen und so weiter. Ja, das hat die Frau gerade nicht erzählt. Ach so, sie hat das gerade nicht erzählt. Nee, die hat gesagt, es geht um eine Bestellung. Eine Bestellung? Hat ja. So sie gesagt? Ich habe ja gefragt. Was für eine Bestellung hat sie gesagt? Na, was für eine hat sie nicht gesagt. Sie hat gesagt, sie holt jetzt den Experten und der weiß das dann. Ach so, das haben Sie verstanden. Nur die Experten haben Sie am Ende verstanden. Ja, hat sie ja gesagt dann. Okay, ich erkläre mal jetzt. Es geht hier über Online-Investitionen, Online-Trading. Also, wo Sie vorher Interesse gezeigt haben, ja? Über die Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffen und so weiter. Na, aber gerade hat doch die Frau was anderes gesagt. Egal, was sie gesagt hat, ja? Haben Sie jetzt verstanden? Nicht so wirklich. Also, ich kann das jetzt nicht deuten, was ich damit soll. Also, Sie haben Anmeldung gemacht. Interesse ja. Gezeigt über Online-Trading. Deswegen habe ich ihn gerade angerufen. Ach so, was gibt's hier nicht zu verstehen? Gezeigt? Wo denn das? Über Online-Handel an der LTD FX. Nee, also bis jetzt habe ich nur bei Amazon im Handel was gekauft. Ja, bei Amazon Aktien, oder? Nee. Was haben Sie da bestellt? Ein Mixer. Nochmal? Einen Mixer. Einen Mixer? Ja. Wie viel hat das gekostet? Der Mixer, 49,98, inklusive Versand. Ich habe hier dieses Prime. Ah, okay. Also mit dem Aktien, Rohstoffen und so weiter, Kryptowährungen haben Sie bis jetzt nichts zu tun gehabt, ja? Nee, was ist das? Verstehen Sie das nicht? Nee, ich weiß ja gar nicht, was Sie von mir wollen. Ich wollte Ihnen sagen, warum haben Sie eine Anmeldung gemacht? Deswegen, also für was sind Sie am besten interessiert? Ich habe mich angemeldet, weil ich gucken wollte, wann das Paket kommt. Ah, der Paket kommt nicht mehr. Warum nicht? Ja, aber habe ich doch bezahlt. Du bekommst dein Geld wieder zurück. Ach so, aber ich wollte doch den Mixer. Ja, du bekommst einen Wixer, nicht Mixer. Na und wann kommt der Mixer jetzt? Vielleicht nach einer Stunde.
Ja, wie vielleicht? Muss man doch wissen. Na, ich weiß das nicht genau. Na, aber wenn Sie jetzt anrufen, dann müssen Sie das doch wissen. Ja, bekommst du nach einer Stunde. Also in einer Stunde kommt das Paket? Ja, ein Paket. Dann ist gut. Ja. Was möchten Sie nochmal etwas Neues bestellen? Nee, ich warte jetzt erstmal auf den Mixer. Also ein Dildo möchten Sie auch haben? Was für ein Ding? Dildo. Was ist das? Ja, kannst du im Internet suchen. Das ist eine CD von Dildo. Ja, ein Paket von Dildo. Die macht gute Musik. Ja, also können Sie mal schauen, aber ich gebe der Expert von Herrn Dildo. Der ist der Expert von dieser Marke. Ja, er kann besser weiter erklären, ja? Was? Ich gebe der Expert also von Dildo. Er weiß ganz genau, was das ist und wie kann man das also probieren. Aha. Okay, richtig. Warten Sie mal. Okay, sind Sie noch auf der Leitung? Ja. Ich gebe Ihnen jetzt, ja? Hallo? Ja? Guten Tag. Herr Kasten, sind Sie? Ja. Also, was ich jetzt gerade gehört habe, Sie haben etwas von uns bestellt, oder? Von Amazon. Ja, einen Mixer. Was haben Sie bestellt? Damit suche ich gerade, ob Ihre Sache bei Ihnen kommt oder nicht. Na, hat doch der andere Mann schon gesagt, dass das in einer Stunde kommt. Ist schon gekommen, also kommt in einer Stunde, habe ich gehört. Hat der Mann gesagt, ja. Okay. Herr Brief sind Sie, oder? Nee, ja, Kasten. Kasten, ja, Kasten, aber Brief ist Ihr Nachname. Briefkasten, oder? Briefkasten. Na, das ist mein Nachname. Was für ein interessanter Name. Danke. Okay. Und welche Adresse haben Sie? Was? Welche Adresse haben Sie? Damit suche ich. Na, an die Braunschweiger Straße 77. Okay. Ich lege jetzt auf und ich rufe die nächsten 100 Jahre, okay? Was? Wenn Sie nicht gestorben sind. Was soll denn das? Alles klar. Bedanke ich mich. Tschüss. Wiederhören. Ich sag's euch immer wieder. Der absolute Wahnsinn, was hier so am Telefon los ist. Tja. Also, dass die sich nicht vernünftig ausdrücken können, das wissen wir ja schon. Und ja, dass sie dann blöde Antworten von mir bekommen, das wissen wir ja auch. Also im Grunde genommen habe ich ja eigentlich exakt so geantwortet, wie sie auch gefragt haben. Ja, weil Onlinehandel ist nun mal nicht der Trading-Markt. Dann sagt man halt letztendlich einfach Trading dazu. Tja, aber die sagen halt immer wieder Onlinehandel. Und das ist bei uns nichts anderes als Amazon und eBay und so weiter. Ja. Schon absolut Wahnsinn. Und dann habt ihr dann auch solche Flitzpiepen dran, die die Kunden vermeintlich auch noch verarschen. Also vom Prinzip her haben die jetzt hier, glaube ich, gedacht, dass ich einfach nur ein bisschen doof bin. Und so haben sie sich auch verhalten. Denn letztendlich haben sie mir jetzt hier irgendeine Geschichte vom Pferd erzählt. Die sexuellen Störungen, die sind hier natürlich wieder mit dabei gewesen. Von daher verstehe ich immer nicht, wie man solche Opfer hier am Telefon, also diese Kakerlaken hier, wie man die überhaupt in Schutz nehmen kann. Denn letztendlich verarschen die alle diese Anrufen. Und, naja, wie gesagt, dann kommen sie ja irgendwann mit ihrem Schweinkram jedes Mal vor. Ich weiß nicht, was die da in den Callcentern machen, aber wahrscheinlich sind das alles riesengroße Sexpartys, weil da läuft ja auch immer die Musik im Hintergrund. Ich kann es mir nicht mehr anders vorstellen. Wie kommt man jedes Mal auf sowas? Immer wieder das Gleiche am Ende, wenn man solche Leute am Telefon hat. Und die wollen von einer seriösen Tradingbank sein. Hier kann ich nur wieder ganz, ganz doll vorwarnen, nehmt die Finger weg vom Telefon, wenn so einer in der Leitung ist. Legt einfach direkt auf, das ist der beste Weg. Verabschiedet euch nicht von denen, legt direkt auf. Geht keine Diskussion mit denen ein, redet am besten gar nicht erst mit denen, weil die schneiden nämlich auch jedes Gespräch einfach mit. Die werden jetzt daraus natürlich nichts basteln, aber sowas kann man auch weiterverkaufen. Von daher, Finger weg vom Trading-Markt, wenn man sich da nicht auskennt. Denn wer bei irgendwelchen Finanzgeschäften mitmachen möchte, mit Aktien und Devisen und was es da so alles gibt, ja, dann belest euch vorher. Sucht euch eine vernünftige Plattform.
Aber geht nicht beim Telefon bei solchen Menschen auf deren komische Angebote drauf ein, denn hier ist lediglich eure Kohle weg. Gewinn werdet ihr hier definitiv keinen machen. Herzlich willkommen auf der Hotline. Hallo? Ja. Ja, grüß Gott. Ich hätte gerne mit Herrn Steiner gesprochen. Ja. Ja, sehr angenehm. Mein Name ist Tina Novak. Ich bin Account Managerin. Sie haben sich bei unserer Handelsplattform angemeldet, secretapps.de. Es geht um Finanzmarkt und ich kann Ihnen allgemeine Informationen über uns mitteilen. Haben Sie ein paar Minuten Zeit? Ich kann Ihnen erklären, wie das bei uns läuft. Es geht um Roboter, das heißt automatisches System. Haben Sie Gewinn kann man da machen? Ja, da kann man, um Ihr Handelskonto zu aktivieren. Wie viel Gewinn kann man da machen, da war meine Frage, nicht wie man das Handelskonto aktiviert. Ja, Gewinn kann man von 3-5% vom Betrag auf Ihrem Handelskonto, den Sie haben. Mhm. Wie viel haben Sie Gewinn gemacht bis jetzt schon? Von 3-5% pro Tag, wenn Sie 250 Euro mit 200 Euro am Tag. Genau. Und deswegen arbeiten Sie da noch. Wenn Sie das am Tag machen, bräuchten Sie da gar nicht mehr arbeiten. Glauben Sie den Preis eigentlich selber, den Sie da erzählen? Ich habe gar keine Ahnung von dem, was Sie da sagen. Und dann stammeln Sie sich nur was zurecht. Ich erkläre Ihnen, wie das läuft. Wenn Sie das können Sie ja gar nicht erklären. Sie haben ja gar keine Ahnung. Wenn Sie Ihr Handelskonto mit 250 Euro aktivieren, ja, dann bekommen Sie den Betrag von 250 Euro wische ich mir morgens auf Toilette den Po ab, aber das war's auch. Es ist Minimalbetrag, um Ihr Handelskonto zu aktivieren. Sie können auch mit 500 oder und mit 1000 Euro Ihr Handelskonto aktivieren. Ja. Und Ihr Gewinn pro Tag. Mit solchen Beträgen braucht man auf der Börse nicht anfangen. Da macht man nur Verluste. Sie haben Level am Finanzmarkt. Nachdem Sie haben gar keine Ahnung, von was Sie reden. Nachdem Sie Ihr Handelskonto aktivieren, bekommen Sie den Anruf vom Finanzberater. Nee, dann bekommt man den Anruf vom nächsten Betrüger, der nicht abläuft. Warum Betrüger? Ich habe Ihnen noch nicht gesagt. Genauso kann ich sagen, dass Sie Betrüger sind. Ach so. Wie kann man das sagen auf die Leute? Ja, weil Sie Betrüger sind. Ich habe nach Ihnen noch nicht erklärt und Sie sagen, dass wir Betrüger sind. Ja, Sie sind ja nun mal Kriminelle. Sie haben mir ausdrücklich erklärt, dass Sie das sind. Warum haben Sie sich bei uns angemeldet? Warum haben Sie sich angemeldet, wenn Sie Betrüger sind? Ja, weiß man doch vorher nicht, oder? Ich versuche Ihnen zu erklären, wie das Ganze läuft. Nee, Sie versuchen mir das Geld aus der Tasche zu ziehen. Sie sind einfach nur kriminell. Warum haben Sie solche Meinungen, dass wir kriminell sind? Schämst du dich nicht für das, was du da machst? Das ist doch nicht in Ordnung, die Leute so zu verarschen. Wir schämen uns nicht, weil wir keine Betrüger sind. Na doch. Ich versuche Ihnen zu erklären, wie das Ganze funktioniert. Nee, du brauchst dich gar nicht rausreden. Du bist ein Betrüger. Da kannst du so viel Nein sagen, wie du willst. Doch, du betrügst die Menschen. Okay. Wenn wir Betrüger sind, warum haben Sie sich bei uns angemeldet? Warum sagen Sie so? Damit ich dich veröffentlichen kann auf YouTube. Ich zeige gerade allen, was du hier machst. Du wirst veröffentlicht und bei allen bekannt und niemand zahlt mehr Geld bei dir ein. Es gibt verschiedene Handelsplattformen. Und du bist eine von den Betrüger. Es gibt natürlich Internet online. Und schon weiß ich nicht mehr weiter, was ich sagen soll, weil ich ein Betrüger bin. So ist es einfach. Wenn Sie nicht wollen, dann warum haben Sie sich angemeldet? Habe ich dir doch gerade erklärt, warum ich mich angemeldet habe. Um dich bloßzustellen. Um dich den Menschen vorzuführen. Deswegen habe ich mich angemeldet, um allen zu zeigen, was da für Kreaturen am Telefon sitzen, wie sie die Menschen bescheißen und was das für ein illegaler Bandenbetrug ist, sogar gewerbsmäßig, was du da machst. Wissen Sie, das gehört man ins Gefängnis und du ganz besonders. Wahrheit, dass die Leute das Geld verdienen können online. Aber Quatsch. Da muss man Erfahrung haben. Nein, da muss man keine Erfahrung haben. Da muss man Finanzberater haben, der logischer Menschenverstand, dass man da kein Geld einzahlt. Das ist ganz logischer Menschenverstand. Wenn das so wäre, dann wäre es nicht existieren. Da brauche ich mich nicht wundern, warum die Menschen so fremdgestellt sind,
Weil wenn dann ich würde die Finanzbörse nicht existieren. Wenn die Leute kein Geld verdienen, dann werden die Finanzbörse nicht weiß existieren. Ich nicht. Also das, ich weiß nicht, was du da für Scheiße erzählst und welcher Mensch das verstehen soll, was du da von dir gibst. Aber das ergibt ja nicht mal Sinn, wenn du einen Mund aufmachst. Das macht ja nicht mal logisch Sinn. Sobald du einen Mund aufmachst, kommt da eigentlich nur gequirlte Rotze raus. Da kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass da Menschen sagen, ja, da will ich meine Kohle reinstopfen und mein Geld nie wiedersehen. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, was mit der Gesellschaft los ist. Wirklich nicht. Das ist doch absolut krank, dass sowas Perverses überhaupt funktioniert. Nein, sie haben das ist doch nicht absolut unterirdisch. Wie kann man sich noch da wenn selber wenn es so wäre, das wäre es nicht existieren. Für seriös das halten. Das ist doch nicht seriös, was du da machst. Natürlich, das ist kann man Geld verdienen, kann man Geld verdienen. Ich weiß nicht, für wie blind sie die Menschen halten. Das ist doch affig. Das ist doch komplett sinnfrei, was du da machst. Mach doch überhaupt Stein. Ich finde das erschreckend. Wenn Sie nicht wollen, ich werde das Gespräch nicht weiter fortsetzen. Ich bin einfach wirklich schockiert von so viel gesammelter Blödheit. Wie kann man dann auch noch glauben, dass man da noch den Menschen hilft? Das spielst du, da willst du noch einen Messias spielen oder was? Wollen wir dir noch ein paar Räucherkerzen ins Haar stecken oder was? Wäre vielleicht mal eine gute Idee. Steht der Bus vielleicht mal in Flammen. Aber Sie haben kein Recht, wissen Sie. Sie geben mir kein Wort. Ich würde Ihnen alles erklären. Sie haben kein Recht, Menschen zu betrügen. Warum zu betrügen? Ja, weil das ist Finanzmarkt. Am Finanzmarkt verdient man und verliert man das Geld. Das ist so. Das ist kein Betrug. Erzähl mir nicht, dass das Finanzmarkt ist. Es ist Betrug, was du da machst. Da ist nichts Finanzmarkt. Auf keinem Finanzmarkt der Welt läuft Musik im Hintergrund. Auf keinem Finanzmarkt der Welt melden sich ausländisch sprechende Kakerlaken aus dem Untergrund und stammeln sich eine Scheiße zurecht und können die Sprache nicht mal in das Land, wo sie anrufen. Wenn ich einen Bankberater habe, kann der meine Sprache. So einfach. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ich habe doch nicht, wenn ich hier in Deutschland bei einer Bank bin, habe ich doch nicht, dass mich irgendein Türke anruft. Nicht gegen die Türken oder irgendein Araber, der mir irgendwas ins Telefon stammelt und irgendeine Scheiße erzählt. Also die Türken, die mir hier einen Döner verkaufen, die können besser Deutsch, aber viel besser als Deutsch als du. Und die arbeiten wenigstens auch für ihr Geld. Aber das, was du da machst, das ist einfach nur pervers und widerlich. Das ist kein Arbeiten. Das ist am Telefon sich der Eier schaukeln, wahrscheinlich eine Pflaume rumspielen, ein bisschen eine Geldscheine umherschieben und die Leute verarschen. Mehr ist doch das nicht, was du da machst. Herr Steiner, das ist doch erbärmlich zum Job. Ja, Herr Stöner, ich wünsche Ihnen alles Gute und schönen Tag. Auf Wiedersehen. Ja, den wünsche ich dir auf keinen Fall. Ja, und dann war unser Finanzpickel ganz schnell weg vom Telefon. Aber interessant, dass die sich hier 5 Minuten voll labern lässt. Ist ziemlich selten, dass die sich das anhören, was man da so zu sagen hat. Tja, die ist es wahrscheinlich sogar schon gewohnt. Und naja, so gehört sich's ja eigentlich auch, dass man zumindest den Kunden erstmal anhört. Auch wenn die hier nicht besonders freundlich war. Und naja, Betrug bleibt es definitiv trotzdem. Auch wenn man dabei zuhört. Tja, aber irgendwie sehen die das auch selber gar nicht ein. Ich frage mich manchmal wirklich, ob die das wissen, was die da tun, oder ob sie es nicht wissen. Den einen oder anderen haben wir ja hier schon dran gehabt, der es definitiv wusste, was er da eigentlich am Telefon verzapft und was da angestellt wird. Tja, aber es gibt auch die Betrüger, die sind felsenfest der Überzeugung, dass das gut ist, was sie da tun und dass sie den Menschen ja helfen. Tja, dass das keine Hilfe ist, sondern einfach nur eine Anleitung, wie man sich das Geld aus der Tasche ziehen lässt. Was anderes ist das Ganze nicht. Und das Dramatische ist, dass es wirklich viel zu viele Menschen gibt, die da einfach freiwillig ihre Kohle drin versenken. Tja, mir tun die Menschen ja im Grunde genommen leid, weil letztendlich kann ich mir das nicht anders vorstellen, als ja, dass man da komplett blind reinläuft. Es muss doch schon komplett falsch antrainiert sein, wenn man da sein Geld irgendwie ja sicher sieht in so einer Firma. Tja, es ist der absolute Abschaum, was da anruft. Ich verstehe es einfach nicht. Und was ich auch nicht verstehe, ist, dass es Menschen gibt, die das auch noch in Ordnung finden und die Betrüger auch im Ansatz noch für arme Menschen sehen. Nein, sind sie nicht. Es sind Betrüger. Es sind und bleiben Kakerlaken. Und die ziehen uns die Kohle aus der Tasche und finden einfach auch noch, das ist ja das Wahnsinnige daran, die finden auch noch genug Dumme, die da ihr Geld einzahlen. Sind natürlich nicht alle dumm, die da ihr Geld einzahlen. Man weiß manchmal nicht, wie man da rankommt. Aber es ist doch der absolute Wahnsinn. Und solche Leute rufen einfach an und sind so selbstbewusst und finden das auch noch in Ordnung, was die da machen.
ohne Wenn und Aber, ohne Punkt und Komma, klauen die uns einfach die Kohle. Und alle schauen klatschend dabei zu. Tja, die Behörden selbst, die können da nicht unbedingt was dafür. Die Kohle fehlt. Wir brauchen jede Menge Kohle für sowas. Damit die Leute, die sowas machen, das kann man abschalten. Da kann man was gegen tun. Es macht nur keiner. Ich find's einfach nur schade. Von daher teilt sehr gerne die Videos mit allen Leuten, die ihr kennt. Damit wirklich jeder darüber aufgeklärt ist und nicht sein Geld da rein versenkt. Hasst mich nicht für meine Worte. Es sind einfach meine Meinung. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.